Zunächst kann ich Ihnen mitteilen, dass wir in einer sehr offenen, aber auch zugleich konstruktiven Diskussion festgestellt haben, dass die CDU bereit ist, weiter an der Macht zu bleiben. In dieser Verantwortung für unser Land werden wir die Gestaltung an der Zukunft orientieren. Dabei helfen aber nicht Floskeln, sondern wir sprechen ganz konkret von Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Sicherheit, Stabilität, Klimaschutz, Mobilität, Wohlstand, Rechtsstaatlichkeit und digital. All diese konkreten Vorhaben haben wir nun einmal ganz konkret in einer Aufstellung mit Spiegelstrichen untereinander geschrieben und es so dann ganz konkret auch aufgelistet. Zum Thema Digitalisierung, auch als Signal an die Zukunft, in einer Excel-Tabelle. Wir haben uns dann auch ganz konkret gefragt, wie wollen wir in 20 Jahren leben? Ich habe da für mich natürlich auch ganz konkrete Vorstellungen. Deshalb war es wichtig, dass mir diese Klausur in einer angespannten Situation den Rücken gestärkt hat. Und deshalb möchte ich mit Blick auf die Situation in der SPD sagen, Frau Nahles hatte einen ganz feinen Charakter und eine filigrane Persönlichkeit. Deshalb gibt uns der Umgang miteinander hier in Teilen ein Stück weit zu denken, gerade auch als Frau. Daher haben wir ganz konkret beschlossen, die Rechte der Frau noch mehr in den Blick zu nehmen. Schon während der Klausur wurde uns weiblichen Mitgliedern die Tür aufgehalten und der Stuhl so ein bisschen rangeschoben. Zusätzlich wurde mir am Sonntag mehrfach ritterlich in den Mantel geholfen, auch wenn ich ihn bei über 30 Grad gar nicht anziehen wollte. Hier zählt der Grundsatz. Warum nach einer Bundestagsrede nicht mal zur Geste greifen der Übersendung eines Blumengrußes oder einer gut sortierten Konfektauswahl? Und deshalb sage ich ganz bewusst, auch als konservative Partei, Frauen haben unseren Respekt verdient, auch wenn sie vielleicht berufstätig sind oder ohne Ehemann. Danke.